Ich zeige dir heute zwei Möglichkeiten, wie du in Ark ein Quest sehen kannst. Wenn du also wissen willst, wie das funktioniert, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Moin, mein Name ist Nuke der Profi, ihr habt danach gefragt und jetzt kommt das Video. Und zwar, wie kann man sich denn jetzt im Solo-Ark ein Quest sehen? Und das gucken wir uns heute an und wir gehen auch direkt rein ins Video. Wir brauchen dazu auf jeden Fall schon mal einen Argentavis und folgende weitere Dinge. Zum einen brauchen wir eine Armbrust, es ist egal, ob die meisterhafte ist oder Peng, ne? Ich habe jetzt einfach hier eine meisterhafte und dazugehörige Enterhaken. Wir brauchen dann eine Flinte oder eine Armbrust, mit der wir betäuben können und dann entsprechend die Betäubungspfeile dazu. Wir brauchen genügend Narkosemittel, wir brauchen zur Sicherheit Holzbarrikaden, zur Sicherheit Fallschirme, zur Sicherheit hier nochmal eine Backup-Flinte, falls die andere kaputt geht und auf jeden Fall auch Kibbel oder Fleisch, was auch immer ihr da verfüttern wollt, damit ihr euch dann Quetz zähmen könnt. Fallschirme braucht ihr übrigens keine 20, ich habe jetzt einfach hier 20 drin, reichen auch 2, 3, je nachdem. Und beim ersten Quetz braucht ihr auch nicht unbedingt Kibbel, sondern könnt Fleisch nehmen oder sonstiges, denn wir machen das in zwei Etappen. Denn ich habe mir gedacht, der erste Quetz zu zähmen ist mega nervig und arg und anstrengend. Deswegen nehmen wir einen Low-Level-Quetz und zähmen uns den zuerst und benutzen dann den Low-Level-Quetz, um uns einen höheren Quetz zu zähmen quasi, weil das Ganze dann doch dadurch schon vereinfacht wird. Also legen wir los. Also ich habe mich hier auf jeden Fall unten mal ausgerüstet, ich habe die Enterhaken reingeschmissen, ich habe den Fallschirm reingezogen und ich habe auch schon die Flinte mit Munition versorgt und mir auch unten in die Leiste gezogen. Wir fliegen mal los und suchen uns erstmal einen Quetz. So, ich habe hier meinen Quetz gefunden, der ist Level 8 und wir machen jetzt mal folgendes. Wir springen jetzt im Flug von unserem Agi ab und schießen uns dann mit dem Enterhaken an den Agi ran. Falls wir das nicht schaffen, nicht verzweifeln, wir haben einen Fallschirm dabei, können uns also selbst retten. Ja, das hat noch ganz knapp geklappt, weil ich nicht wusste, dass ich die Armbrust schon im Anschlag hatte. Sehr gut. So, wir hängen jetzt hier dran, das heißt, wir können jetzt auf die Flinte wechseln und müssen jetzt unseren Agi pfeifen, und zwar mit dem Angriffskommand. Das ist bei mir jetzt hier auf dem Punkt und der Agi wird jetzt hinterher fliegen. Was ihr übrigens mal machen könnt, um das Ganze noch zu stabilisieren, den Fallschirm aktivieren. Dann wackelt ihr nicht ganz so weit rum. Und wichtig ist auch, ihr könnt jetzt loslegen, drauf zu schießen. Der Agi wird an ihn rankommen, ihn angreifen. Dass ihr noch einen zweiten Command belegt habt, wo ihr euren Agi woanders mit hinpfeifen könnt, damit er ihn nicht angreift und unnötig Leben abzieht. Also der Angreifkommand, wie gesagt, bei mir auf dem Punkt und auf dem Komma liegt bei mir der Command, mit dem ich den Agi woanders hinschicken kann, immer kurz bevor er den Quetz eben angreift. Und jetzt müssen wir ein bisschen Glück haben, dass wir den Quetz hier schnell aus der Luft kriegen und er dann nicht über Wasser rausfällt. Wie bei euch die Tastenbelegung ist oder wie das auf den Konsolen ist, müsst ihr dann einmal selbst herausfinden. Steht alles in den Optionen. Ups, da habe ich meinen Agi selbst getroffen. Ihr müsst dann immer schön aufpassen. Da müsst ihr immer sehr schnell sein, weil der Quetz verliert natürlich auch wieder Torpor. Aber jetzt macht das uns relativ leicht momentan. Ihr könnt natürlich im Dododex auch vorher nachgucken, wie viele Schüsse der Quetz ungefähr braucht, damit ihr einschätzen könnt, wann er ungefähr auch dann aus der Luft fallen würde. Damit ihr nochmal gegensteuern könnt. Weil man kann zwar nicht unbedingt beeinflussen, wo er dann hinfliegt, wenn ihr ihn getroffen habt. Aber ihr könnt so ein bisschen dann versuchen, ihn von der anderen Seite anzuschießen, damit er vielleicht in die andere Richtung dann wegfliegt, wo er hingehen soll. Und ihr werdet auf jeden Fall mehr Schüsse brauchen als im Dododex angegeben ist, weil ihr natürlich nicht immer treffen könnt, beziehungsweise nicht in dem Intervall treffen könnt, in dem ihr treffen müsstet, damit das Torpor dann auch konstant hochgeht. Ihr seht das ja, dass ich jetzt hier Phasen habe, wo ich auch mal länger hinterher fliegen muss, um ihn dann nochmal treffen zu können. Aber da müsst ihr einfach geduldig sein. So, ich habe jetzt hier auch eine Mod, mit der ich nachgucken kann, wie viel Torpor der Quetz hat, und es ist bei 1900 von 2600. Das heißt, wir müssen uns hier auch ein bisschen vom Wasser noch wegbegeben, auf jeden Fall. So, und da fällt er gerade aus der Luft. Sehr schön. Der Agi geht nicht mehr rauf, aber wir können uns jetzt mit dem Agi ransteuern. Müssen wir ein bisschen vorsichtig machen, weil sonst zieht uns der Agi komplett auf den Boden, beziehungsweise, wir können auch einfach aufsetzen. So, wenn wir uns wieder nah genug ranziehen. Der Quetz liegt, das heißt, wir gehen runter. Und da das jetzt hier nicht so die freundlichste Gegend ist, machen wir mal Folgendes. Wir bauen jetzt einfach mal so ein paar Spikes hier drumherum auf. Einfach nur mal zur Sicherheit, aber ich komme hier selber gar nicht hoch. Das heißt, also die Gefahr ist von oben am größten. Machen wir hier so ein bisschen zu. Dann sollte das auch alles schön sein. Dann nehmen wir uns jetzt unser Narkosemittel raus und unser Kibbel und packen das mal in den Quetz rein, damit er gezähmt wird und vor allem auch nicht wieder aufwacht. So, da haben wir den Quetz auch gezähmt. Einmal Kibbel reicht bei Zähmgeschwindigkeit auf mal 5 im Singleplayer, ist jetzt Level 11 und hat auch ein Gewicht von 848. Kommen wir zu Step 2. Schritt 2 sieht vor, dass wir uns hier einen Plattformsattel auf den Quetz raufbauen. Ja, ich weiß, den bekommt man erst mit Level 97 und ich zwinge euch auch nicht, jetzt hier einen Level 8 Dark Quetz zu nehmen. Könnt ihr auch schon ein bisschen was Höheres nehmen, aber ihr habt ja gesehen, dass es relativ nervig ist, den ersten Quetz zu bekommen. Deswegen empfehle ich euch, das Ganze so zu machen, und wir bauen uns jetzt hier oben noch eine Balliste drauf. Mit der haben wir nämlich dann die Möglichkeit, auch
Kettenbolas zu verschießen. Und die Kettenbolas packen wir einfach hier in die Balliste oben rein, dann ist die geladen und dann können wir damit eben riesige Bolas verschießen und eben auch einen Quetz aus der Luft holen. Aber da die Kettenbolas den Quetz auch nicht für ewig am Boden halten, ähnlich wie mit einer normalen Bola, nehmen wir uns jetzt hier noch ein paar Behemoth-Steintorbogen mit und zwei Tore, damit wir den Quetz dann auch trappen können am Boden. Wenn ihr das Placen in Strukturen anhabt, könnt ihr auch die kleinen Steintorbogen nehmen und den da einfach mit zubauen, dann kommt er da auf jeden Fall auch nicht mehr raus, dann ist er da auf jeden Fall drin fest und kann sich nicht bewegen. Aber falls ihr auf einem offiziellen Server spielt oder irgendwo, wo das Ganze eben nicht aktiviert ist, zeige ich euch das Ganze mal so. So, wir haben jetzt hier einen 96er Quetz vor uns und da fliege ich jetzt mal so langsam ran, sodass wir schon gut in der Nähe von dem Quetz auf jeden Fall sind und ihn dann auch gleich mit der Kettenbola treffen können. So, wir warten mal ein bisschen, dass er jetzt auch wieder dann über Land ist, weil wir müssen auf jeden Fall zweimal mit der Kettenbola auf ihn schießen, damit wir ihn so haben, wie wir ihn haben wollen und auch gleich genügend Zeit haben. Wichtig ist, dass ihr auch schon mit den Toren ausgerüstet seid. So, ich steige jetzt hier aus und gehe an die Bola Schussmaschine ran. An die Balliste, habe ihn getroffen und gehe jetzt sofort wieder zum Quetz und versuche direkt mit nach unten zu fliegen. Er liegt da jetzt auch schon, der wird gleich nochmal aufstehen und dann werden wir nochmal auf ihn schießen, weil er wird zu schnell wieder aufstehen, als dass wir da jetzt schon wieder die Torbögen raufbauen können. Genau, jetzt steht er auf. Müssen wir ihm ein bisschen Verschnaufzeit geben. Das dürfte reichen. Treffen wir nicht. Der war doch eigentlich getroffen. Gibt's doch nicht. Auf ein neues. Er fliegt wieder zu Boden. Das ist natürlich jetzt die Mega-Location hier für ihn. Hätten wir vielleicht sogar schon haben können. Wenn wir Glück haben. Ne, haben wir nicht. Er fliegt uns jetzt hier raus, aber ich setze mich direkt wieder an die Kettenbola. Und habe ihn jetzt hier nochmal. Jetzt geht schnell nach unten. Die Tore schnell placen. Tore reinmachen. Jetzt müsste er gefangen sein. Er dürfte eigentlich auch nicht rauskommen. Sehr gut. Er ist auf jeden Fall getrappt. Ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht zu 100%, ob es jetzt auch gegangen wäre, mit dem Tor das da reinzubauen, wenn er da so nah dran ist. Notfalls stellt ihr noch ein drittes Tor hinterher auf. Also einen dritten Bogen und macht da das Tor rein. Dann seid ihr auf jeden Fall safe auf der Seite. Ansonsten müsst ihr eben dieses Bauen in Strukturen aktivieren. Jetzt haben wir ihn hier getrappt und können einfach auch wieder raufschießen. Und können jetzt hier auch den Hitmarker auf dem Kopf machen. Und brauchen so dann einfach auch insgesamt viel weniger Schüsse. Das mache ich mal ganz kurz. So, da liegt er. Das Spiel ist ja hier genau dasselbe. Ne? Also einfach Kibbel rein, Betäubungsmittel rein. Und dann zähmt ihr euch den durch. Und dann habt ihr es auf jeden Fall auch. So, da haben wir ihn auch. Und den könnt ihr jetzt auch hier rausfliegen lassen. Der müsste durchs Tor durchkommen. Ist alles kein Problem. Wenn ihn der Baum dann nicht stört, man weiß es nicht, doch, da kommt er super raus. Sehr schön, habt den High-Level-Quetz euch gezähmt. Der ist jetzt hier auch 143, vorher 96 gewesen, alles kein Problem. Das sind dann meine zwei Möglichkeiten gewesen, wie ihr Solo und Quetz zähmen könnt. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft dem Kanal weiter und so wird das Video mehreren Leuten angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.